Hallo Manuel, zum Interview auf dem Open Space am zweiten Tag. Stell dich erstmal bitte vor und sag mal, wer du bist und in welcher Firma du arbeitest. Ja, hallo Uli, ich heiße Manuel Naujoks, ich wohne in Karlsruhe und arbeite für die SDP, die ist am ZKM. Da arbeite ich seit 10 Monaten, ich habe vorher Informatik studiert. Und auch in Karlsruhe? In Karlsruhe, genau. Was machst du dort, also reiner Softwareentwickler dann? Da bin ich Softwareentwickler. Die SDP macht ja Software für Wirtschaftskanzleien. Und da bin ich im Kanzleimanagement-System-Team. Dann, du bist ja auch in den Communities unterwegs. Wo sieht man dich öfters? Ich bin gerne in der .NET User Group in Karlsruhe. Ich habe mich auch für die JavaScript User Group interessiert. Allerdings habe ich noch nicht ein Treffen von denen mal mir angeschaut. Momentan bin ich wirklich nur in der User Group in Karlsruhe. Wobei, jetzt wollen wir nach Heidelberg fahren dann am Mittwoch. Ludwigshafen. Genau, da freue ich mich auch schon drauf und vielleicht fahre ich dann öfters hin. Mal sehen. Okay. Jetzt sind wir hier am Open Space. Ist es dein erster Open Space? Nein, ich war vor 2 Jahren das erste Mal hier und dann letztes Jahr ist dann mein dritter. Dein dritter? Ja. Den gibt es auch erst seit 4 Jahren, haben wir gestern festgestellt. Habe ich nur ein Jahr verpasst. Ja, so ging es mir auch. Open Space, was gefällt dir am Open Space besonders? Was mir sehr gut gefällt, ist, dass es so eine lockere Atmosphäre ist, dass man einfach ein Thema vorschlagen kann oder auch nicht, wenn man nichts hat. Und dann kann man einfach in die Themen reingehen, in die Sessions und sich unterhalten, Diskussionen haben. Und das Coolste ist, man trifft vielleicht Leute, die man vielleicht schon mal gesehen hat irgendwo. Also auch Leute, die auch mal einen Vortrag halten oder auch mal eine Pro was geschrieben haben. Die sieht man jetzt hier wirklich vor Ort und kann sie auch persönlich fragen. Johannes Hofmeister, den treffe ich leider immer nur hier. Aber wenn ich ihn treffe, ist es immer, können wir immer super diskutieren. Und es ist immer spannend. Man lernt immer was dazu. Das gefällt mir einfach sehr gut. Weil das hat man auch eigentlich nicht so oft. Diese 2 Tage, die man im Open Space hat, ja, die sind quasi einfach unbezahlbar. Dieser Austausch mit anderen Entwicklern, auch die mehr Erfahrung haben als man selbst vielleicht, von denen kann man einfach so viel lernen. Das kann wirklich jedem ans Herz legen, hier auch mal zum Open Space zu kommen. Okay, im Verhältnis zu normalen Konferenzen, also normalen, wie würdest du das abgrenzen? Was würdest du sagen, das lohnt sich mehr für mich vielleicht? Also was ich gut finde, ist, dass die Themen nicht von vornherein feststehen, die jetzt hier behandelt werden, dass die Teilnehmer selber die Themen quasi finden können und auch vorschlagen können. Bei anderen Konferenzen ist es ja meistens so, das Programm steht schon von vornherein fest und dann muss man sich quasi aussuchen, wo man hingeht. Und gerade diese Flexibilität, die man im Open Space hat, dass man jetzt am ersten Tag sich die Themen quasi aussuchen kann, weil die dann auch erst entstehen, man kann dann noch abstimmen, wie und überlegen, wie sehr interessiert mich jetzt dieses Thema oder wo will ich am liebsten hin und dann auch am zweiten Tag darauf reagieren. Man kann dann echt gucken, beim ersten Tag war das eher interessant, jetzt mache ich ein eigenes Thema, was denn das da noch mehr in die Tiefe geht, bei diesem Themenbereich zum Beispiel. Dieses flexible Umgehen mit den Themen, das ist das, was ein Open Space auszeichnet. Also würdest du sagen, du nimmst persönlich mehr mit vom Open Space als jetzt von einer normalen Konferenz? Würde ich schon sagen, weil ich auch gezielter Themen vorschlagen kann. Ich habe zum Beispiel jetzt ein DDD-Beispiele-Thema vorgeschlagen, weil mich das einfach sehr interessiert. Und ich... Zweimal, gestern und heute. Also gestern hat es mich sehr interessiert. Heute möchte ich ein bisschen mehr Code sehen in dieser Gegend. Und ich denke, bei einer richtigen Konferenz, wäre es wahrscheinlich schwierig, jetzt ein Thema zu finden, was mich jetzt so interessieren würde. Ich meine, vielleicht gibt es eins, dann habe ich Glück, wenn es nicht gibt, habe ich halt Pech. Und im Open Space kann ich wirklich Einfluss darauf nehmen, dass es das Thema wirklich gibt. Dann, wir hatten es jetzt gerade schon von Sessions, was waren jetzt so, wir haben jetzt Sonntag, 11.44 Uhr, jetzt ist die erste Session vorbei, wir haben ja eine spontane hier gemacht, was waren jetzt so insgesamt die beste Sessions, wo du am meisten mitgenommen hast, wo du sagst, das war ein richtig geiles Thema? Also von allen Sessions hat mir am besten das Coding-Dojo vom Ralf gestern Abend gefallen, weil es war einfach, es hat von der Diskussion gelebt, ja, es war nicht so ein Vortragsspiel, sondern man hat richtig gemerkt, es haben sich Leute beteiligt. Diskussion war da, die ist auch nicht ausgeartet. Man hat ganz viele verschiedene Meinungen der Teilnehmer quasi erfahren und konnte sich dann wirklich abgleichen und gucken, was ist denn ihr Ansatz, was ist mein Ansatz, wie sehen es die anderen? Und ich finde, es ist auch viel wertvoller, als wenn einfach nur One-Way-Communication ist. Okay. Was erhoffst du dir heute noch? Also ich freue mich sehr auf die DDD-Beispiele-Session, die jetzt gleich stattfinden wird. Ich hoffe, der Gregor ist dann angekommen. Hat seine Bierlaune ausgelebt. Genau, und hat ein Beispiel dabei. Da freue ich mich sehr drauf. Ich muss mal gucken, was es noch als Themen gab. Ich habe jetzt gerade nicht alle auf dem Schirm. Ich glaube, das Architektur-Dojo? Genau, Architektur-Dojo wird wieder so ähnlich werden wie gestern.
werden auch wieder viele Diskussionen stattfinden und auch Ansichten der anderen zur Sprache kommen. Und darauf freue ich mich auch, ja, weil dann erfahre ich wieder, was die anderen darüber denken. Und ja, man kann quasi sein mentales Modell so ein bisschen vervollständigen. Alles klar, danke dir. Gerne, Uli.